Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit der Alpha 20. Wir kommen sehr langsam voran. Wir treffen uns beim Händler, habe ich gesagt. Wir sind auch fast da. Ich bin auch einfach nur hart überladen. Aber wir werden auch einige Sachen verkaufen beim Händler, dass wir ein bisschen Geld bekommen. Ja, dann, wir haben ja schon Tag 3, werden wir mal gucken, dass wir irgendwie die Werkbank hergestellt bekommen. Ich habe aber auch keinen Skillpunkt. Doch, habe ich doch tatsächlich. Hier wollen wir noch weiter vorankommen, aber ich muss echt erstmal Mechaniker, das ist dafür Fahrrad. Aber hier müssen wir irgendwie erstmal auf 4 kommen. Es ist, ja, ein bisschen kacke irgendwie. Aber wir arbeiten dran und ich weiß gar nicht, wo der Eingang jetzt ist. Ich bin bestimmt jetzt einmal ganz rumgelaufen. Ich habe noch ein bisschen Müll unterwegs mitgenommen, habe ein bisschen Müll gelootet. Und wir können einfach, ja, wir sind einfach mega lahmarschig unterwegs. Ja. Aber man kann sich, das Problem ist, man kann sich halt auch nicht hochframen, weil hier kann ich nichts setzen. Sonst wäre ich schon längst darüber gesprungen. Natürlich, ich bin jetzt einmal rumgelaufen. Okay. Man hätte, wie hätte man es auch anders sein? Wie hätte es auch anders sein? Oh Gott, ich laber hier schon wieder irgendeine Kacke vor mich hin. Oh Mann. Ja, aber gleich können wir wieder ein bisschen schneller laufen. Gleich sind wir entladen und ich bin gespannt, was wir vom Händler bekommen. Gucken wir mal, was wir noch für eine neue Quest annehmen können. Dann können wir uns langsam mal Gedanken machen, wie, wo, was wir als Hordenbase nehmen oder ob ich mir was baue, das weiß ich. Ich habe irgendwie echt noch gar keinen Plan. Aber da sollte ich mir vielleicht auch langsam mal Gedanken drüber machen. Ja. I don't know. So. Jetzt erstmal schauen, was es hier Schönes gibt. Hallöchen, mein Kleiner. So, was können wir uns. Das kennen wir schon. Dann nehmen wir doch die Muni. Ich hänge hier immer irgendwie an meinem Stuhl fest. So, darf ich dein Inventar sehen? Du kannst das haben und das 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 und das. So, dann sind wir schon mal. Das hier kannst du auch haben. Sind wir schon mal ein bisschen entladen. Die Taschenlampe kann er auch haben, weil wir haben ja eine Kopflampe. Das Schießpulver kann er auch erstmal haben. Möchtest du das haben? Nein. Okay. So, das ist alles. Raketenwerferteile behalten wir mal. So, er hat eine Chemiestation für 15.000. Ja, so viel haben wir noch nicht. Eine Nerdbrille. Ah, er hat aber auch keine Werkbank, ne? Nee. Oder so ein Buch halt für die Werkbank wäre halt auch irgendwie mal ganz cool. Nee. Okay. Dann hast du welche Aufgaben für uns? Was machen wir denn? Vergrabene Vorräte. Ich beseitige Zombies. Beseitige Zombies. Fast Food. Okay. So. Ja, ich habe Hunger. Ich weiß, dass du Hunger hast, aber hier, dann gönn dir das mal. 12% Durchfall, das lieber nicht. Dann hau dir das hier mal so alles rein. Und Maiskolben. Schön, lecker, yummy, yummy, yummy. Es gibt hier nur eins, es gibt hier zwei Nahrung. Oh, so. Dann einmal nach Hause gucken, ob ich mir was zu essen machen kann. Home sweet home. Ja. Ich wollte auch noch mal gucken, dass wir da reinkommen. Oh, ich habe immer so viel im Kopf vor und weiß immer nicht, wo ich anfangen soll. So. Schnell laufen ist irgendwie nicht. 12%, ich glaube, wir sterben auch gleich. Ich hätte vielleicht nach Honig gucken sollen. Aber so weit sind wir ja vom Händler gar nicht weg. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch sterben. Ich hoffe, wenn wir sterben, dass wir zu Hause sterben. Ganz klar. So, hier steht kein Mais mehr. Auf nach Hause. Ja, ich will auf jeden Fall umziehen, weil mir das Gebäude halt einfach echt nicht gefällt. Es ist mir irgendwie alles da oben ein bisschen zu blöd. Ja, und hier schon wieder Regenwetter. Regen im Paradies.
Ich wollte gerade sagen, ist das vielleicht unser Zuhause? Aber das müsste hier. Ist das unser Zuhause? Das kann auch gar nicht sein. Das wäre richtig blöd. Nein, ist es nicht. Das ist weiter links. Aber cool. Hier hat es aufgehört zu regnen. Was hier drin? Wie doll. Was ist das hier eigentlich? O'Reilly Autos. Oh. Hier können wir auch mal reingehen. Wo ist denn zu Hause? Da gegenüber. Und dann da gegenüber, gar nicht so weit weg von unserem Zuhause, ist die Quest. Da gehen wir dann auch mal hin. Ich weiß gar nicht, wie viele Quests man machen muss, damit man eine Stufe 2 Quest vom Händler bekommt. Aber ich glaube, in der Regel waren das immer so 10, ne? 10 oder 20? Ich weiß das gar nicht. Na, wir werden es rausfinden. Moin, ist jemand zu Hause? So. Habe ich Sachen fürs Einschmelzen? Natürlich habe ich Sachen fürs Einschmelzen. So. Aber ich will gar nicht mehr so viel einschmelzen, da wir ja eh umziehen wollen. So, was habe ich denn hier zu essen? Jo, viel ist das ja irgendwie nicht, ne? So, was habe ich hier? Was habe ich hier? Nichts. Doch, 7er Muni. Die Muni nehme ich mit. Hier kommt wahrscheinlich der ganze andere Rest rein. Ja, gekauft haben wir ja nichts, weil. Oh. Konnten wir ja nicht. So, einen Fähigkeitspunkt haben wir aber auch nicht, ne? Nö. Na, das dauert noch. Wir müssen hier weiterkommen. Ach, wir brauchen 2 Fähigkeitspunkte. Ach, Mann, das ist doch alles Wurst. So. Ach so, ich wollte noch essen. Ein bisschen mehr essen. Wir müssen ein bisschen nach Essen gucken. Trinken wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ups, ja. Trink mal hier alles. Ich guck mal, ob ich Fleisch kochen kann. Müsste ich ja eigentlich, ne? Hier Wasser haben wir ja eigentlich genug. So. Gekochtes Fleisch. Warum kann ich gekochtes Fleisch nicht machen? Was brauchen wir dafür? Chefkoch. Wirklich jetzt? Oh Mann. Chefkoch. Kacke. Aber verkohltes Fleisch ist doch gar nicht so gut, oder? Ja, okay, komm. Egal. Weil wegen ist so. Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen, weil das geht sonst nicht. So. Erstmal nochmal ein bisschen trinken. Die leeren Gläser können wir mitnehmen. Dann können wir unterwegs, wenn wir irgendwo Wasser finden. Oh, Honig. Aber bringt Honig jetzt noch was bei 13%? Eigentlich sollte ich wohl versuchen, eher zu sterben, oder? Macht das mehr Sinn? Kann ich eigentlich schon Speck mit Ei kochen? Was brauche ich dafür denn? Wildbrat. Okay, warte mal. So. Ist das auch noch gesperrt? Chef. Oh, nö. Ich kann nur verkohltes. Oder gekochtes Ei kann ich machen. Warum kann ich das nicht machen? Ja, erstmal. Ja, Wasser geht runter, ist schon klar. Wieso kann ich das denn nicht machen? Ich habe doch 3 Eier und 3-mal Wasser. Ach so, da fehlt mir der Topf, ne? Hatten wir nicht irgendwo einen Topf? Da. Ich dachte auch, wir hatten die Töpfe schon hereingetan. Aber anscheinend nicht. So. Ah. Jetzt? Nein? Was? Du verfügst nicht über die erforderlichen Rohstoffe, um das zu fertigen. Willst du mich verarschen? Ich habe doch gekochtes Wasser, habe ich doch. Und Ei habe ich auch. Was ist denn los mit dir? Oh, jetzt können wir gekochtes Fleisch machen. Okay. Moment. Ich habe nicht gecheckt, dass wir den Topf für gekochtes Fleisch brauchen. Okay, erstmal mache ich hier.
Okay, das können wir nur. Okay, einmal gekochtes Ei und dann den Rest hiervon. So, alles klar. So. Ei mit Speck ist gleich fertig. Das warten wir nochmal ab. Und dann gehen wir zur Quest. Das essen wir nämlich jetzt nochmal. Es gibt, glaube ich, 10 Essen. Und das Ei essen wir auch nochmal. So. Ja, ich weiß, du hast immer noch Hunger, aber das ist jetzt egal. Da musst du jetzt mit leben. Ja, ich weiß nicht, was wir machen sollen wegen der Dings. Ich glaube, ich lasse mich einfach mal mich töten lassen. Ich habe nur keine Lust, dass wenn wir die Quest jetzt annehmen, dass wir dann gleich sterben. Das wäre halt echt nicht so geil, Umailo. Aber hier ist ja auch irgendwie gerade kein Zombie in der Nähe, wo ich mich töten lassen kann. Jo. Zombies? Das ist natürlich immer so richtig geil, ne? Irgendwie, wenn man Zombies braucht, sind keine da. Wenn man keine Zombies braucht, sind sie alle da. Jetzt, was ein Wunder. Was ein Wunder. Da, kannst du mich töten? Töte mich bitte. Oh, da hat aber viel zu tun. Ja, ich lasse mich jetzt einmal töten. Oder? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns gleich hier wieder, wenn ich. Wir sehen uns hier gleich wieder, wenn ich mich getötet habe und ich meine Sachen wieder eingesammelt habe. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Das war mir ein bisschen tatsächlich zu heikel, aber wir werden das Gebäude jetzt einfach doppelt nochmal looten. Es war mir wirklich ein bisschen zu crazy, wenn wir. Nicht, dass wir halt unterwegs sterben werden und dann haben wir die Quest nicht geschafft oder so. Das wäre halt echt ein bisschen doof. Deswegen habe ich mich jetzt einmal töten lassen mit Absicht. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil der Zombie irgendwie. Ich hatte ja volles Leben, 107, und das hat ein bisschen länger gedauert. Oh, Essen. So. Oh, da oben ist was. Einmal schlagen, nicht doppelt schlagen, sonst haben wir hier gleich wieder ein Problem. Kasse können wir nicht looten. Okay. So, Nägel sind gut für Aufbewahrungskisten. Müssen wirklich zusehen, dass wir irgendwie ein anderes Zuhause finden. Das gefällt mir nicht wirklich. So. Was gibt es denn hier überall Schönes für uns? Hallöchen. Hier können wir uns was kaufen. Oh, was ist das denn? Wir haben selbstgebautes Maschinengewehr. Lul. 7,2, ja, dafür. Okay. Die haben wir zu Hause. Habe ich das jetzt gescrapped? Nein. Okay. Das habe ich angezogen, ne? Jep, alles klar. Also das müssen wir auch irgendwann nochmal reparieren. Wenn wir eine Werkbank haben, dann können wir natürlich auch irgendwann unsere Reparaturkits machen. Ich glaube, die können wir gar nicht so. Yeah. So, die macht 30 und die macht 34. Okay, dann ist die ja viel besser. Dann können wir uns auch irgendwann Reparaturkits machen. Ich weiß gar nicht, ob wir die so machen können, die Reparaturkits. Reparaturkits. Müsste man mal gucken, ob man das so kann. Dachte immer, man muss die an der Werkbank machen. Oh, ich habe Fussel in der Nase von den Katzen. Der nervt mich gerade ein bisschen. Katzen fusseln im Moment so ein bisschen doll mal wieder. Aber es ist auch hier bei uns ist so, mal ist das schönes Wetter, dann ist es wieder arschkalt, dann ist es wieder schön warm. Es ist irgendwie. Ja, dass die Tiere nicht so richtig wissen, was die für ein Fell haben sollen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich weiß auch immer nicht, was ich anziehen soll bei dem ganzen Wetter. Mal ist es kalt, mal ist es warm. So, wo gehen wir denn als erstes lang? Hallo! Hup. Bist du tot? Okay, du bist tot. Müssen, glaube ich, da links müssen wir gleich hoch. Gucken wir erstmal hier überall.
ob es hier was Schönes gibt. So. Gibt's nichts mehr Spannendes? Gibt's noch eine schöne Industrietoilette und ein schönes Pissoir? Naja, schön sieht wohl anders aus. So, hier geht's nach oben. Hier müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht einbrechen. Gibt's da was zu essen? Ah, hier kommen wir bestimmt auch zur Toilette. Ja, hier ist, wo wir oben lang mussten. Noch mal nach oben. Nee. Hier brechen wir immer ein in diesen weißen Dingern da. Wo knurrt denn hier noch einer? Krümel! Nicht so schnell, Krümel, ne? Nicht, dass du hier runterfällst. Oder stirbst, im besten Fall. Im schlimmsten Fall. Muss man hier so ein bisschen gucken. Mein Hundi stupst mich hier die ganze Zeit an. Er will mitspielen. Von hier sind wir gekommen, oder? Ja, okay. Schnell rüberlaufen. Oh, ich hasse es, ne? Oh, schön stehen bleiben. Stopp! Gibt's hier noch was? Nee, ne? Das war jetzt auch irgendwie nicht so geil von mir. Obwohl, da hinten können wir noch lang. Hier ist. Okay, 1000. Das ist schnell laufen. Schnell laufen. Oh, hier ist doch bestimmt irgendwo ein Geier, oder? Vogel? Nee, aber hier steht einer. Ah, die Zombies sind immer noch nicht so die schlauesten. Oh. Warum habe ich denn eigentlich immer nie. Hallo? Ach so, der Gegenstand muss repariert werden. Ups. Ich dachte, ich wollte mich schon wieder beschweren. Ich bin auch irgendwie immer ein bisschen. Ich habe ja noch diesen Gummiknüppel hier, oder wie heißt der? Ist das der selbstgebaute Stab? Mich sieht das immer noch so aus wie ein. Diese Polizeischlagstöcker. Okay, hier ist der Hauptloot. So. Da ist gar nichts drin. Okay, das ist ja irgendwie leicht Verarschung. Schade, dass man kein Holz bekommt, wenn man die Kisten aufschlägt. Kriege ich da Holz raus? Aber sowas Schönes haben wir auch nicht gefunden. Außer hier das Maschinengewehr. Mega cool. Brauchen wir das nicht bauen? Fleisch. Ach so, Hunger habe ich ja eigentlich im Moment gar nicht. Ich habe ja Kaffeesand. Sand kann auch erstmal weg. Gammelfleisch kann auch erstmal weg. Das kann auch erstmal weg. Knochen kann auch erstmal weg. So. Kommen wir hier runter, ohne uns weh zu tun? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh doch, tatsächlich. So. Ich habe hier draußen gar nicht geguckt. Dann machen wir das jetzt mal. Ja, es tut mir leid, dass meine Folgen immer so chaotisch sind. Ich will dies machen, ich will das machen. ja. Aber so ist das. Dann sieht man irgendwie was Neues und dann weiß man irgendwie schon, wenn man dann mal einen Tag nicht aufnimmt, dann weiß man nicht mehr, was man davor in der Folge gesagt hat. Ja, keine Ahnung. Aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Und ja, ein bisschen chaotisch im Leben ist ja auch ganz okay. Solange ich noch so einigermaßen weiß, was ich tue. Hier schlägt doch schon wieder irgendwo einer gegen, oder? Ist der tot? Ne, immer noch nicht, ne? Müssen nur die Zombies töten. Okay. Wir müssen nur die Zombies töten. Ja, so Buddelquests sind nicht so ganz mein. Ich finde die immer so ein bisschen. Ist halt auch so ein bisschen langweilig für euch. Zu buddeln. Ja, es gehört dazu, ich weiß, aber. Ist halt jetzt nicht so geilo Milo. Zombies töten, die Welt erkunden, ist doch ein bisschen spannender, oder? Wir müssen auch noch mal gucken, dass wir. Oh, wir müssen so viel noch gucken. Wir haben noch so viel zu entdecken. Ja. Aber wird schon alles. Komm her. Komm her. Boom. Kaboom. Müssen Fähigkeitspunkte. Wir müssen zwei Fähigkeitspunkte. Nein, eigentlich brauchen wir ganz viele Fähigkeitspunkte. Wir werden uns eine Hordenbase bauen.
habe ich gerade beschlossen, denn kriegen wir nämlich, ich sag immer M. Es tut mir leid. Nein, eigentlich tut mir das gar nicht leid, aber mir fällt das selber manchmal gar nicht auf. Wir werden uns selber eine bauen, weil dann bekommen wir XP und dann leveln wir ein bisschen schneller. Und dann, mein Kopf juckt. Oh nein. Und dann. Ist das besser? Nein. Und dann kriegen wir mehr schneller Fähigkeitspunkte zusammen. Das wäre nämlich sehr cool. So, die Dietriche lasse ich bestimmt nicht hier. Da müssen wir gleich lang. Hallo, noch jemand da? Was ist das Grüne nochmal? Das sind Vitamine, ne? Ach so, nee, natürliches Antibiotika. Das ist auch gut. Ja, Blei. Können wir scrappen? Scrapst du das auch? Ja, Papier kann erstmal hier bleiben. Kohle kann erstmal hier bleiben. Das kann alles. Das sind Sachen, die finden wir eigentlich relativ schnell wieder. Solche Samen und so, das kann auch einfach alles hier bleiben. Das hier wird mal getauscht. So. Zement und so, das nehmen wir natürlich mit. Denn Zement. Jetzt habe ich das Papier schon wieder eingesammelt. Denn Zement. Okay, das sollten wir vielleicht doch einschmelzen. Zement und Cobblestone und so, das. So weit sind wir ja noch nicht, dass wir das herstellen können. Deswegen werden wir das mitnehmen. Wir haben auch nur so ein kleines Inventar. Das ist ein bisschen doof. Fallen die eigentlich auch runter, wenn die darüber krabbeln? Weißt du es gar nicht? Hier war ja eigentlich nichts. Ne, nur schnell rüberlaufen. Ist nur zu. Und hoch. Ist jetzt ein Geier hier? Nee, ne? Natürlich ist jetzt ein Geier hier. Alles klar. Gut. Wie? Warum schlägst du mich? Habe dir gar nichts getan. So, hier ist der Geier. Hier ist nichts mehr. Ist nichts mehr. Vielleicht schaffen wir das dann noch, die Quest abzugeben. Das wäre halt voll cool. Dann schon mal eine neue anzunehmen. Und eventuell nehme ich eine Buddelquest an und mache die dann halt in der Nacht, weil in der Nacht ist immer. Ja, in der Nacht mache ich eh nicht so viel. Deswegen kann ich ja vielleicht in der Nacht eine Buddelquest annehmen und dann können wir am nächsten Tag halt weitermachen. Das sieht einfach so mega, mega cool aus, ne? Oh. So, schaffen wir das noch zum Händler? Das kann ja auch noch mal hier bleiben. Nee. Wenn ich das verkaufe, kriege ich 19. Ja, okay, das ist halt nicht so geil. Was, ja, was können wir denn noch rausschmeißen? Ja, eigentlich nichts, ne? Gammelbrot. Trübes Wasser. Ja, komm, scheiß drauf. Wenn ich ich will immer Steroide sagen, aber Steroide. Es tut mir leid, wenn ich das so beknackt betone. Aber da ein Poppen Pilz, da können wir auch nochmal rein. Oh, das ist, hier gibt es so viele Sachen, wo wir noch rein müssen. Jetzt aber erstmal auf zum Händler. Und gucken, was hier noch drin ist. Und gucken, was er noch für uns hat. Und dann nehme ich vielleicht doch nochmal die Buddelquest an. Scrappen, scrappen. Scrappen. Warte mal. Ah. Achso, das stackt gar nicht. Okay. Es dauert halt auch immer einfach so mega lange, ne? Dieses Metallschrott. Nee, was hier Messing zu scrappen. Hundi hat sich jetzt wieder neben mich gepackt. Hundi will dabei sein. Hundi will mit Zombies töten. Hundi will mit Zombies umbringen und in der Zombie-Apokalypse auf uns aufpassen. So. Lauf, kleiner Mann, lauf.
Schaffen wir das noch? Ja, ne? Ich glaube, der macht um kurz vor 10 macht er zu, ne? Tja. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Auf jeden Fall, ja, Quest abgeben gibt ja auch immer gut EP. Vielleicht können wir, wenn wir gleich beim Händler waren und ich noch Platz habe, können wir da vielleicht noch Zement und Cobblestone abbauen. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das was wird. Aber wir warten mal ab. Sure. So. Die waren wir ja überall. Können wir hinten noch schießen üben? Habe ich hier eigentlich auch alles gelootet? Sag mal. Nö. Doch, hier war ich, hier war ich, hier war ich. Ah, ich die Handtasche denn nicht gelootet? Stimmt mir denn nicht? So, da können wir nur die Tür aufmachen. Haben wir das hier gelootet? Jo, okay. Aber ich habe ja jetzt Dietrich mit, ne? Vielleicht kriegen wir den Tresor geknackt. Vielleicht auch noch vorher, bevor der Händler schließt. Das wäre natürlich sehr geilo. Oh, wie viele Dietriche habe ich noch? Vier. Bitte. Bitte. Komm schon, komm schon. Leute, Daumen drücken. Komm schon. Bitte, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Und einmal den Händler ausgeraubt. Cool, damit können wir noch ein bisschen mehr Essen finden. Was ist das hier? Fliegen Pfeile und Bolzen weiter. Das können wir verkaufen, weil ich spiele eh nicht mit Bolzen und so. Stahlspeer, fertige Stahlspeere, die viel Schaden verursachen und lange halten. Aber ich spiele halt nicht mit Stahlspeer, also nehmen wir lieber das hier. So. Du möchtest, das möchtest du von mir haben. Das möchtest du haben, das möchtest du haben. Du willst Geld von mir haben. Messing kann er ja auch erstmal haben. So. Ja, ich weiß, ich habe es gerade. Die Pistole. Die Pistole. Verkaufe ich ihm die Pistole? Dafür haben. Na, für die Hordennacht ist das vielleicht nicht so eine geile Idee. So, okay. Ja, mehr hat er auch nicht. Ich hatte eine eiserne Feueraxt. Ja, komm. Dann haben wir schon mal eine bessere Axt auf jeden Fall. Und zu Hause haben wir ja einen Clownhammer. So, ein Bogen. Ich spiele halt wirklich nicht mit dem Bogen. Das ist halt ein bisschen blöd. So. Habe ich eigentlich schon. Nee, habe ich noch nicht. Hast du Aufgaben für mich? So. Dann machen wir jetzt mal vergrabene Vorräte und das werde ich in der Nacht machen. Das werde ich in der Nacht machen, da es ja auch schon gleich Nacht ist. Da nehme ich euch nicht mit zu. Das ist ein bisschen. Ja, da nehme ich, hole ich euch nicht mit zu. So viel Platz haben wir aber auch nicht mehr, ne? Wie didit. Ja, doch. Steroide läuft noch 4 Minuten. Gucken wir hier nochmal rein. Hier waren wir hier schon drin? Nee, hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Oder dann machen wir das noch und dann ist auch genug für heute. Oh, cool. Voll im Schatten gesehen. Mega geil. Voll cool. Voll coolo. Gibt es hier eigentlich auch Cobblestone oder gibt es hier nur Zement? Ich würde nämlich eigentlich am liebsten Cobblestone erstmal haben. Haben wollen. Wollen haben. Haben wollen, wollen haben. So. Wir müssen hier mitspielen. Ja, du kannst nicht mehr, ich weiß. Ein bisschen Ausdauer tanken. Das bricht nämlich zusammen, glaube ich. So. Gibt es hier noch was Schönes für uns? Da sollten wir nicht runterfallen, vielleicht. Sonst.
Sind wir aufgespießt wie die Zombies? Das fällt auch hier bestimmt gleich runter, ne? Nö. Okay. Ja, gut. Aber so viel Spannendes gab es hier jetzt auch nicht. Aber wir haben einen Fähigkeitspunkt, ne? Wir brauchen aber zwei. So, was wollte ich denn jetzt hier, ne? Arbeitsstation, genau. Zementmischer sowie Gegenstände. Ja. So, dann machen wir das jetzt hier erstmal auf. Hier ist, dass man hier so viel. Müssen wir auch noch ein Fahrrad. Oh! Fahrrad machen und so. Was ist hier drin? Oh, habe ich mich erschrocken. Militärstoffe. Oh, das hat, da habe ich mich aber gut gerettet, oder? Das habe ich ja gut gemacht. So. Ja, ihr Lieben, ich werde nach Hause gehen, werde die Quest in der Nacht machen, werde mich entleeren und dann sehen wir uns am nächsten Tag in aller Frische wieder. Wir noch ein bisschen Holz mitnehmen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zur nächsten Folge. Adios. Bis dann.